Nach der Ernte ist vor der Ernte. Noch während die Drescher auf den Feldern ihre Bahnen ziehen, wird an anderer Stelle der Acker für die kommende Saison vorbereitet. Das Feld wird bestellt, die Bodenbearbeitung beginnt. Auch auf den Flächen der Agrargesellschaft Kölpin kommt nun auf insgesamt 1720 Hektar schweres Gerät zum Einsatz. Es gilt, die Stoppeln und ausgefallenes, frisch aufgekeimtes Saatgut unter die Erde zu bringen. Wo noch vor wenigen Tagen Roggen stand, soll nun Raps gedeihen. Die sogenannte Fruchtfolge verhindert die Auslaugung der Böden. Hackfrüchte wie Raps, Mais und Rüben beeinflussen den Nährstoffhaushalt des Bodens auf andere Weise als etwa Getreide. Um die Erde aufzulockern, der neuen Aussaat ein möglichst perfektes Saatbeet zu bereiten, kann auf den seit Jahrhunderten bewährten Pflug oder auf den Grubber zurückgegriffen werden. Während der Pflug besonders tief geht und gründlich den Boden wendet, schafft der Grubber mehr Fläche in kürzerer Zeit. Der Vorteil des Schwergrubbers besteht in erster Linie darin, dass wir, wie gesagt, fluglos arbeiten, den Boden nicht wenden und damit natürlich auch erosionsmindernd wirken wollen. Das ist der Vorteil und wir haben auch eine etwas höhere Flächenleistung. Das ist so, aber beide Arbeiten müssen natürlich exakt und vernünftig ausgeführt werden. Ist der Boden vorbereitet, kann die Aussaat beginnen. Auf dem Acker hält die Drillmaschine Einzug. Sie legt nach voreingestelltem Abstand Korn um Korn in die Saatreihen. Das schwarze Rapskorn zeigt sich jetzt blau umhüllt. Die Beize schützt das Korn vor Pilzbefall. Bis vor kurzem kamen in der Beize auch Insektizide, genauer gesagt Neonicotinoide, zum Einsatz. Sie boten Schutz gegen die Kohlfliege und den Raps-Erdfloh, gerieten aber auch in Verruf, Bienen zu schädigen. Das Verbot dieser Mittel erschwert den Pflanzenschutz und damit auch den Rapsanbau erheblich. Der Rapsanbau hat in den letzten beiden Jahren an Lukrativität verloren, das muss man eindeutig so sagen. Einer der Gründe, nicht der alleinige, aber einer der Gründe ist natürlich die fehlende Beizung des Saatgutes, wo wir im Prinzip das Saatgut ungeschützt und ohne Beize in den Boden legen. Das hat dazu geführt, dass einige Berufskollegen sich vom Rapsanbau gänzlich verabschiedet haben und andere, so wie wir, den Rapsanbau im Aussaatjahr 2019 reduziert haben. Ackerpflanzen sind durch eine Vielzahl von Schädlingen bedroht. Unkräuter, Pilze und Insekten mindern den Ertrag und bedrohen die Wirtschaftlichkeit. Neben der Rapsbeize sehen auch andere Pflanzenschutzmittel ihrem Ende entgegen. Glyphosat hat dabei wohl die schlechteste Lobby. Manch einer denkt unwillkürlich an dieses Unkrautvernichtungsmittel, sobald eine Spritze das Feld befährt. Es haben ja die letzten beiden Jahre schon gezeigt, dass durch den Wegfall der neonicotinoiden Beizen mehrere Überfahrten erforderlich sind, die wir sonst nicht gemacht hätten, in erster Linie mit Insektiziden. Und wenn man in diesen Tagen eine Pflanzenschutzspritze fahren sieht, ist das nicht gleichbedeutend mit der Ausbringung von Glyphosat. Dazu muss man sagen, dass entsprechend den Anwendungsvorschriften eingesetztes Glyphosat uns eine sehr große Hilfe ist. Es geht immer darum, gezielt einzusetzen, nach Indikation einzusetzen. Und das ist eigentlich das, was wir wollen und auch weiterhin wollen. Letztendlich ist es immer so, wie geht man mit dem Wirkstoff um? Wo eine fachgerechte Anwendung gewährleistet ist, ist Glyphosat kein Gift. Bio-Ackerbau allein wird die Weltbevölkerung nicht ernähren können. Ganz ohne Pflanzenschutz geht es nicht, auch wenn viele sich das wünschen würden. Die Angst vor Giften in der Nahrung ist groß, der Landwirt gerät da schnell zum Buhmann. Sobald die Spritze in den Abendstunden aufs Feld fährt, wittert mancher die verdeckte Ausbringung verbotener Substanzen. Auch mit solchen Gerüchten gilt es aufzuräumen. Es gibt Anwendungsvorschriften und die besagen, dass einige Wirkstoffe eben nur bis zu einer Windgeschwindigkeit von 5 Metern in der Sekunde, einige sogar nur bis 3 Meter in die Sekunde ausgebracht werden dürfen. Und diese Bedingung findet man in unserer Region mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich erst in den Abend- und Nachtstunden. Und deshalb ist es so, dass mit großer Beleuchtung dann wirklich auf den Feldern und in den Abend- und Nachtstunden Pflanzenschutzmaschinen unterwegs sind.
moderne Ackerbau sieht sich in letzter Zeit mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert. Zum Verlust bewährter Pflanzenschutzmittel kommen die Auswirkungen des Klimawandels. Getreidepreise fallen, Anforderungen behördlicher Auflagen steigen. Mehr Verständnis und Rückhalt des Konsumenten können dabei helfen, gemeinsam neue Konzepte zu entwickeln, damit landwirtschaftliche Produkte auch zukünftig aus der Heimat kommen und nicht zum Importgut werden. Angebaut nach jenen Bedingungen, die hierzulande verboten sind.